Guten Morgen, meine Damen und Herren. Das ist ein Krieg zweier Unternehmen. General Motors will, dass Volkswagen ein großes, nicht wettbewerbsfähiges, bürokratisches Unternehmen bleibt. Wir müssen eine unangenehme Arbeit tun, damit wir überleben. Wir müssen unseren Standort Europa sichern, vor allem unseren Standort Deutschland. Wie wird die Autoindustrie nach dieser Schlammschlacht aussehen? Das kann ich Ihnen nicht vorhersagen. Aber immer wenn es um Krieg geht, sind am Ende weniger vorhanden. Und es gibt immer Gewinner und Verlierer. Und ich habe die Absicht, mit unseren Partnern, die VW in der ganzen Welt hat, der Sieger zu sein. Ich glaube, ich habe schon ausreichend hier erklärt, dass uns Opel nicht interessiert, falls Sie das noch nicht verstanden haben. Ich gucke nicht nach dem vierten in Europa. Ich gucke nach dem ersten in der Welt. Und das ist nicht der größte, sondern das ist der schnellst wachsende. Das ist die Gefahr. Und die besteht in Japan und nicht aus Amerika. Ich gucke nicht nach Schrumpfenden. Ich gucke nicht nach Dingen, die kleiner werden. Wir wollen doch überleben und kämpfen darum. Bitte gehen Sie mal davon aus, ich orientiere mich am Wettbewerb. Und der Wettbewerb, der uns die Benchmarks, uns hier in Europa vorschreibt, den finde ich heute in Asien.